Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Und heute geht's um Bruh. Kreuzheben ist dein Freund. Bruh. Kreuzheben ist cool. Bruh. Aber es fällt vielen schwer, sie wirklich richtig zu machen. Und dieses Video richtet sich nicht an die Powerlifter und die kleinen Feinheiten, die sie noch optimieren können, sondern an die wirklich großen, groben Fehler, die ich verdammt oft noch sehe. Let's go! Tendenziell gehen die meisten Beginner an die Stange, stellen sich drunter und wollen loslegen. Allerdings ist dieses scheinbar kleine Detail, wo die Stange liegt, extrem wichtig, denn sie hat einen riesen Einfluss auf den Schwerpunkt des Gewichtes. Wir möchten das Gewicht stets durch unsere Körpermitte bewegen und dies möglichst in einer geraden Linie. Denn wenn wir nach vorne kippen oder nach hinten, dann erzeugen wir einen Hebelarm, den wir erstmal wieder ausgleichen müssen. Wenn du also die Stange ablegst, ist es wichtig vorher zu wissen, wie aufrecht du bleiben kannst beim Beugen. Je aufrechter du bleiben kannst, desto höher kannst du die Stange ablegen. Für die meisten gilt es allerdings, die Stange weiter unten auf den Rücken abzulegen, einfach weil ihre Mobilität es nicht erlaubt, super aufrecht zu bleiben. Filme dich also von der Seite oder lass jemanden drüber schauen, um es zu korrigieren und für dich deine Ablage zu finden. Wenn du nun deine Ablage gefunden hast, ist es wichtig, die Stange zu stabilisieren. Ansonsten verlierst du in der Regel während der Bewegung die gesamte Spannung im Oberkörper und die ist wichtig. Also achte darauf, die Handgelenke in gerader Linie mit dem Unterarm zu halten. Dabei so eng wie möglich am Körper, allerdings ist das von deiner Schultermobilität abhängig. Du lässt also deinen Unterarm in einem kleinen Winkel schräg auf die Stange wirken. Dieser Winkel darf nicht zu groß werden, schaffen die meisten aufgrund fehlender Mobilität in der Schulter sowieso nicht. Er sollte aber auch nicht zu klein sein, ansonsten hast du es eben schwer, die Stange kontrolliert zu halten. In vereinzelten Ausnahmen ist es in Ordnung, das Handgelenk abzuknicken und die Unterarme näher am Körper zu halten. Aber für die meisten Leute geht das eben nicht. Wenn die Stange nun stabil und korrekt aufliegt, dann folgt das eigentliche Beugen. Und hier folgt auch der allergrößte Fehler Nummer 3. Und in meinen Augen ist es eigentlich nur Nummer 1, aber das ist keine Hierarchie heute. Du wirst einfach nicht mit gerader Wirbelsäule tief genug beugen können, wenn du deine Knie nicht nach außen treibst. Dadurch nimmst du deine Oberschenkelknochen aus dem Weg und ermöglichst deinem Oberkörper nach unten durchzufallen. Gleichzeitig kannst du so im Rücken gerade bleiben und einen Buttwing vermeiden. Ich kann gar nicht stark genug betonen, wie unglaublich wichtig es ist, die Knie nach außen zu treiben. Also, finde deine Ablage so, um eine gerade Bewegung auf dem Weg nach unten und auch wieder nach oben zu gewährleisten. Halt die Stange dabei stabil auf dem Rücken. Sie soll nicht vor- oder zurückwandern. Und beuge mit den Knien nach außen. Also, drücke die Knie so doll du kannst nach außen. Scherkräfte zu erzeugen, weil du nach innen kommst, ist kein Problem. Aber nach außen, das schafft kaum jemand. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du ein 1:1 Technik-Coaching suchst in Flensburg, also im schönen Norden von Deutschlands, komm auf meine Website und schreib mich mal an, da können wir bestimmt eine Lösung finden. Ansonsten hilft es mir und dem Ranking dieses Videos, wenn ihr fucking viel kommentiert und die Like-Bar sprengt, egal in welche Richtung, denn dann wird das Video mehr Leuten angezeigt und wir können mehr Leuten helfen und es würde mich sehr freuen und hilft auch mir mit dem, was ich tue. Pascal zu Checking Out, wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro!